Liebe Mitbrüder, liebe Brüder und Schwestern hier und im Radio, ich lasse mich bei meinen Ausführungen inspirieren von dem, was der frühe Direktor der Adua-Klinik, Dr. Stadtmüller, gesagt hat, im Eingangsbereich auch von Gerhard Lohfing. Dieses Gleichnis vom Zöllner und vom Pharisäer im Tempel ist bekannt, es ist beliebt, es ist wie im Märchen, die Rollen sind klar verteilt. Hänsel und Gretel sind gut, die Hexe böse, Rotkäppchen ist gut, der Wolf böse, Aschenputtel ist gut und die beiden Schwiegertöchter, die Stiefschwestern, sind böse. Der Zöllner hat unsere Sympathie, der Pharisäer nicht. Und wenn Sie überlegen, wen Sie als Pharisäer ausmachen können, werden Sie wahrscheinlich gar nicht lange suchen müssen. Da fallen Ihnen verschiedene Persönlichkeiten ein, die auffallend sind in ihrer Spiritualität, die gerne davon berichten, wie viel sie spenden, die in der Kirche fromm sind, kaum dass sie den Kirchenraum verlassen haben, ihr Maul sich verreißen über andere und so weiter. Und bevor sie sich umschauen, sind sie in der Rolle des Pharisäers, der richtet und urteilt über andere. Dieses Gleichnis, wir hatten es im Lesejahr C, im Herbst des vorletzten Jahres, hat in mir viel ausgelöst und mich lange bewegt. Wie schaut es mit meinem eigenen Beten, mit meinem eigenen Denken, mit meinem eigenen Urteilen aus? Und ich nehme vier Ebenen wahr. Die erste ist die Ehre und das Ansehen. Der Zöllner steht für Geldgier, so schreibt es Klaus Berger, für Quälerei, Menschenschinderei und ungerechte Bereicherung. Er steht im Dienst der Römer und der Latifundienbesitzer des Landes. Das können auch Juden sein, zumeist aber im Dienst von Heiden. Dadurch, dass er Wohnungen zu betreten hat, viel mit Geld zu tun hat, macht er sich in den Augen der Pharisäer ständig unrein. Und es ist ja nicht umsonst, dass Johannes der Täufer dieser Berufsgruppe sagt, nehmt nicht mehr, als festgesetzt ist, denn das haben sie getan. Die Leute waren eh schon arm. Man schätzt, dass 90% der Bevölkerung damals in bitterer Armut gelebt haben. Und jetzt wurde das Wenige, was sie ihnen haben, auch noch genommen. Und zwar im Übermaß. Sie kennen den Spruch, Geld stinkt nicht. Das stimmt aber so nicht. Geld stinkt schon. Von einem Zöllner hat keine Synagoge ein Geld angenommen. Das waren die Parias, das waren die Unberührbaren der damaligen Zeit. Sie hatten eine Sandwich-Position, von oben den Druck. Die haben einfach unnachgiebig ihre Vorgesetzten das Geld gefordert und sie haben es von den Leuten dann genommen. Und natürlich hatten sie auch den Hass der Menschen dafür dann. Sie waren verachtet. Der Pharisäer dagegen ist ein Schriftgelehrter, moralisch angesehen, gebildet, große Teil des Alten Testamentes kann er auswendig. Er stellt etwas dar, vom Tempel, von den Priestern geachtet. Er ist eine Autorität. Ehre und Ansehen, Pharisäer, Zöllner 1:0. Die Handlungsebenen. Was der Zöllner tut, ist schlecht, moralisch verwerflich. Eine hässliche Nebenfigur, schreibt ein Theologe. Der Pharisäer dagegen hält die Gebote, er betet viel, er fastet. Und ich habe es vorher schon gesagt, Fasten hat damals bedeutet, vom Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang nichts essen und nichts trinken. Und das im Sommer
bei vielen Stunden des Tages und großer Hitze. Das ist eine richtige asketische Leistung, zweimal in der Woche, montags und donnerstags, in dieser Weise zu fasten. Und dann sagt er noch, leider ist das so nicht richtig wiedergegeben worden in der Übersetzung, ich verzehnte alles. Damit ist nicht nur gemeint, dass er das Einkommen, das er hat, verzehnt, sondern auch, dass er das, was er auf dem Markt einkauft, verzehnt. Es könnte ja sein, dass der Händler, der ihm das Gemüse und die Sahne verkauft, das nicht getan hat. Also gibt er den Zehnten auch von all dem, was er einkauft. Also ein Werk der Übergebühr. Das müsste er nicht tun. Wie steht's nach Adam Riese, Pharisäer, Zöllner? 2:0. Dritte Ebene. Wie sehen die Leute sich selber? Das ist jetzt schon feiner, ein feineres Tuning. Der Pharisäer gibt eine sublime Selbstempfehlung ab. Er beginnt das Gebet, wie man es richtig beginnt. Ich lobe dich, ich preise dich, Herr. Und er hat gute Gründe dafür. Ich bin besser. Er sagt es, ich bin besser als der hier. Der Zöllner wertet sich ab. Ich bin ein ganz armer Sünder. Unvermögen, Ausweglosigkeit, verpfuschter Lebensentwurf. Er betet nicht einmal um Sündenvergebung, sondern überhaupt, dass er in seinem Leben gerettet wird. Gott sei mir Sünder gnädig. Auf allen drei Ebenen immer die gleiche Entscheidung. Der Pharisäer ist dem Zöllner überlegen. Es gibt aber jetzt noch eine vierte Ebene. Ich nenne das den Wert der inneren Einstellung, das Herz. Es geht nicht mehr um Handlung, sondern um Haltung. Und Jesus sagt, der Zöllner ist gut, der Pharisäer ist schlecht. Und das ist das entscheidende Kriterium. Demut gegen Gott und die Mitmenschen oder Hochmut gegen Gott und die Mitmenschen. Der Pharisäer ist hochmütig. Ist das so schlimm? Viele Menschen sind heute stolz und Klappern gehört doch zum Geschäft. Gerade in den Medien erlebt man ja viel Hochmut, Selbstpräsentation, selbst in Szene setzen, sich wichtig machen, klappern. Und doch, der Zöllner gewinnt wegen der Demut. Und Jesus sagt, es ist schlimm, wenn du das nicht bist. Äußerst zugespitzt, was der Herr hier formuliert. Ehre und Ansehen, vergiss es. Richtige Handlungen, richtige Handlungen. Auch das ist nicht entscheidend. Denken wir daran, im Endgericht werden einige sagen, wir haben Wunder gewirkt, Dämonen ausgetrieben und sagt Jesus, weg mit euch, ich kenne euch nicht. Die innere Sicht des Menschen, die er auf sich selber hat, auch das ist nicht entscheidend. Der Wert der inneren Haltung, Demut versus Hochmut, das ist das alles Entscheidende. Schauen Sie mal näher an, wie der Pharisäer betet. Ich faste, ich gebe, ich danke dir, Herr. Es ist im eigentlichen Sinn gar kein Gebet. Es ist eine Aufzählung seiner Leistungen. Und auch wieder der Meister im geistigen Leben, Johannes vom Kreuz, sagt, vielleicht werden dir deine Tugenden eines Tages zum Verhängnis gereichen, weil sie vom Hochmut gespeist sind, aus Hochmut entstanden sind. Die Tugenden an sich sind nicht schlecht, aber entscheidend ist die Quelle, aus der die Tugenden gespeist werden, ob das Demut oder Hochmut ist. Die Tugenden, die guten Taten können verdecken, was im Innersten von dir vorgeht. Und dann wird es wirklich gefährlich. Warum geht es wirklich? Es geht um ein inneres Betroffensein. Es geht nicht um abstrakte Lebensweisheiten. Es geht um die Herzenswende. Gott sei mir Sünder gnädig. Sei mir gnädig. Nicht zu überhören, was der Zöllner formuliert, ich brauche dich. Ich bin nicht der
vollkommene, der autonome Spezialist, der sein Leben selbst rettet. Es ist immer die Gefahr, ein Willensakrobat zu werden, ein Tugendakrobat und dann in Irre zu gehen. Tugenden, Perfektheit, die aus Hochmut entstehen. Und es gibt einen feinsten Seismograph der Sicherheit in meinem Inneren, der mir anzeigt, ob ich richtig bin. Und das ist die Betrübnis über die ungereinigten Teile in mir. Die Betrübnis über die ungereinigten Teile in mir. Und da müssen Sie genau hinschauen. Die wenigsten Menschen sind heute in der Lage, eine Kultur der Stille zu pflegen. Aber das wird Ihnen nur in der Stille aufgehen. Und das, die Dinge sind sehr sublim, aber sie sind da. Und das nennt man Zerknirschung, innere Reue. Der Herr will nur eines, die Umwendung des Herzens. Er braucht uns nicht. Er hat uns nicht nötig. Er wünscht nur die Hinwendung des Herzens. Gebet ohne diese innere seelische Bewegung ist Geleiere, ist Abspulen. Ich hasse eure Gebete, eure Feste. Ich verabscheue sie. Auch Gebet kann zu leerem Ritual erstarren. Und wenn du die Reue nicht spürst, so eingangs schon gesagt bei Johannes vom Kreuz, dann bitte um Reue. Dann bitte den Herrn, öffne mein Herz. Wir müssen uns darum überprüfen, ob die Reue auch wirklich sich einstellt, ob sie auftritt. Ich habe vorher gesagt über die ungereinigten Teile und die Lebenserfahrung sagt mir, das sind oft Dinge, die mit der Biografie zusammenhängen. Das sind Kränkungen da vom Vater, von der Mutter. Und das Erste ist eine große Traurigkeit. Warum lieben die mich nicht? Ich bin doch liebenswert. Und dann fast automatisch eine Wut. Warum tun mir das die das an? Und weil wir gute Christen sind, wissen wir ja, Wut darf man nicht haben. Aber die Wut ist da. Die Wut ist da im Leben, weil die Dinge sich so entwickelt haben. Und ich bin jetzt kein Psychologe oder Verhaltenstherapeut, die sagt, wie sie das abbauen können. Aber eines kann ich Ihnen sagen, dass Sie das anschauen und sagen, Herr, das hat man mir angetan. Und diese Wut darf sein. Und dann bitten den Herrn, dass er da hineinkommt. Prüfe dich. Tritt Reue auf. Wo sind die ungereinigten Teile in deinem Herzen? Das darf sein. Es war nicht gut, dass sie dir das angetan haben. Gesteh dir das ein, dass du darüber wütend bist und traurig bist. Und lass den Herrn rein in diese Bereiche. Ich habe vorher von mir erzählt, gestern war von Sarah Young, so diese Tagebucheintragung. Wenn du entschlossen bist, deinen eigenen Weg zu gehen, verdrängst du mich aus deinen Gedanken. Verfolge nicht verbissen irgendein Ziel, sondern sprich mit mir darüber. Sie wissen, was ich da gesagt habe. Verfolge nicht verbissen ein Ziel. Und wenn es noch so heilig und noch so groß ist, du wirst dir nur wehtun. Bitte den Herrn um diese Gnade der Reue, der Zerknirschung. Herr, öffne mein Herz, auch wenn da Furchtbares drin ist. Ungereinigte Teile, zeig sie mir. Und als nächstes, sag, dass du ein Sünder bist. Sag, du hast ein Defizit. Und zwar nicht im Allgemeinen, dann wird sich nichts ändern. Sag, da ist bei mir etwas nicht in Ordnung. Jeder will sich irgendwie verändern, aber es soll alles bleiben beim Alten. Und diese Rechnung geht halt nicht auf. Dem Herrn hinhalten. Nichts anderes ist damit gemeint als im Neuen Testament, als die Umkehr. Der innere Mensch spürt es, wo er umkehren muss. Das hat existenzielle Relevanz. Man spürt den Schmerz in sich. Und weichen Sie nicht aus,
indem sie sagen, ja, sind halt meine Schwächen, das ist so, das ist eine Form der Resignation, kann da nichts ändern, ist halt so. Oder dass sie so tun, als ob sie das Problem gar nicht hätten und sich ablenken. Ich sage Ihnen eins, die Wüstenväter sind nicht kompliziert, sie sind ganz einfach. Und sie haben keine Theorie über Spiritualität aufgestellt. Das sind keine Theoretiker. Es hat auch Wüstenmütter gegeben, im 4. Jahrhundert eine Amma Syncletica, und die hat zu dieser Gleichnis gesagt, ahme den Zöllner nach, denn sonst wirst du verurteilt werden. Du wirst verurteilt werden. Du wirst verurteilt werden. Auch wenn die Taten nach außen hin noch so glänzen, auch wenn alle dich loben, auch wenn du dich selber für toll hältst, auch wenn die innere Quelle der Hochmut ist, und Hochmut ist auch, ich kann es selber, ich brauche dich nicht, wenn da keine innere Zerknirschung und Reue ist über die ungereinigten Teile und wo wir dann vieles von dem, was in uns nicht sauber ist, an anderen abreagieren, wo wir unser eigenes Ego ausleben, dann werden sie verurteilt werden. Das Evangelium ist an dieser Stelle auch der Herr ganz, ganz kurz und ganz knapp, überhaupt ist das Gleichnis genial erzählt. Der Herr sagt, dieser ging gerechtfertigt nach Hause. Gerechtfertigt heißt, im Gericht freigesprochen. Im Gericht Gottes ist der Zöllner trotz dem ganzen Mist, den er seinem Leben produziert hat, freigesprochen worden. Und der Fromme, der zweimal in der Woche fastet, ein mörderisches Fasten, das müssen Sie mal durchhalten, der so viel gibt von seinem eigenen Geld, der stundenlang jeden Tag betet, geht nicht gerechtfertigt nach Hause. Er wird im Gericht verurteilt werden. Und das ist eine Passivformulierung, das zeigt, Gott wird dich verurteilen. Also er wird dich verurteilen, du wirst ein Passivwort. Ein Gericht göttlichen Urteils wird über dich ergehen, indem du nicht bestehen wirst. Selbstgerechtigkeit ist tödlich. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, da kann einem schwummrig werden. Also mir ist es vor eineinhalb Jahren so ergangen, als mir da diese Dinge so klar geworden sind. Und wir sind in tröstlichen Bußzeit. Ich hoffe, dass es Ihnen auch so geht. Wenn Sie so Ihr Leben bedenken, dieses Urteilen und Richten, man kann eigentlich nur eines tun, dem zu entgehen, dass man jeden Abend ganz intensiv auf den Tag zurückblickt. Wo habe ich Anstoß genommen an anderen und wo habe ich Anstoß gegeben? Wo habe ich mein Ego ausgelebt, wo es gar nicht nötig war? Wo habe ich andere innerlich verurteilt? Ich habe sogar von jemandem gelernt, der gesagt hat, all das, was ich ungut auf die Menschen gelegt habe, Herr, am Abend, ich nehme es durch dein Blut gereinigt wieder zurück. Und Sie wissen ja das, da kommt irgendeiner und fast immer beurteilen wir die Menschen nach dem, was, wo sie versagt haben. Naja, der hat mir damals ein Bein gelegt. Der schon wieder. Ja, der hat damals schlecht über mich. Ich weiß, was mir Menschen angetan haben, könnte ich jetzt eine halbe Stunde aufzählen. Allein schon im Bereich des Radios. Und da verhaften wir die Menschen. Wir geben ihnen auch keine Chance, anders zu werden. Auch gestern war der Medienempfang, da habe ich viele getroffen, die mir mit Lust und Hingabe den Klotz ins Bein geworfen haben. Damit wir ja nicht zum Zug kommen mit Radio Horeb. Und da dann nachspüren, ist da wirklich innere Vergebung, ist da Frieden da oder steigt da Hass, Wut auf? Enttäuschung. Ungutes. Und das am Abend dann zurückschauen auf den Tag, Gott danken für so vieles und auch diese ungereinigten Teile in sich entdecken und dann irgendwie am Schluss noch froh sein, ja lieber Gott, ich bin froh, wenn ich vor deinem Gericht bestehen kann. Ich bin froh, wenn ich das kann. Ich brauche nicht über andere urteilen, das wirst du machen. Aber es ist erschreckend, dieses Gleichnis, dass ein Mensch, der so viel Gutes tut wie der Pharisäer,
dass der vollkommen durchfällt. Du wirst verurteilt werden, wenn die innerste Quelle nicht stimmt, wenn Hochmut und Stolz dahinter stehen. Und dann kann ihn, und das ist ja auch irgendwie letztlich ermutigend, wenn dein Lebensentwurf so vollkommen verkorkst, wie der vom Zöllner ist, dass der sogar noch zerknirscht, Kopf gesenkt, Gott sei mir Sünder gnädig, gerechtfertigt nach Hause geht. Ahme den Zöllner nach. Wenn du es nicht tust, wirst du verurteilt werden.